In einem Fachwerkhaus in Uetze ist das moderne Senioren- und Pflegeheim Uetze untergebracht. Hier können bis zu 27 pflegebedürftige alte Menschen betreut werden. Bei Frau Detteborn fange ich jetzt gleich mal an. Sie hat ja eine Hypertonie. Frau Weber ist Pflegedienstleiterin und gleichzeitig Mentorin für die Auszubildenden. Man sagt immer, auch im Altenheim, da sitzen die Leute dann den ganzen Tag rum. So ist es nicht. Die werden beschäftigt, morgens, nachmittags von Betreuungskräften, vom Pflegepersonal. Und wir möchten, dass die Leute hier ein Zuhause haben, dass sie sich wohlfühlen. Wir können kein Zuhause ersetzen, aber die Leute sollen hier angemessen betreut werden und sich wohlfühlen. Also das mögen die Leute auch mal, gestreichelt zu werden oder sie mal zu loben oder sie sehen toll aus und das gehört einfach dazu. Viele alte Menschen leiden an einer Demenz, das ist so ein Hirnabbau. Da kann schon mal sein, dass der eine oder andere aggressiv wird. Ne? Da muss man mit dieser Situation umgehen können. Und jeder Mensch hat ja seine bestimmte Persönlichkeit. Dieser individuelle Umgang ist da ja ganz wichtig. Und das muss man halt lernen zu akzeptieren und man muss lernen, darauf einzugehen. Und wie gehe ich damit um? Da gibt es auch nochmal Seminare für. Das so lernt der Schüler so Schritt für Schritt. Das Tablett auf dem Tisch, ne? Die Yvonne möchte heute den Blutdruck bei Ihnen messen. Sie waren ja so nett und haben ihr Einverständnis gegeben. Wenn ihr Auszubildende Yvonne König bei den Senioren den Blutdruck misst, ist Frau Weber mit dabei. So, dann muss ich den Arm ein bisschen frei machen und auch ein bisschen kalt sein, nicht dass sie sich erschrecken. Also in der Schule lernt man ja die Theorie, Anatomie des Herzens, dann Blutdruck, Blutkreislauf und Blutdruck messen. Dann ist der Schüler hier und der Schüler bereitet das dann vor, sucht seine Materialien zusammen, Vorbereitung, dann die Aufgabe und die Nachbereitung. Für mich ist es wichtig, ich muss das kontrollieren, weil ich weiß ja nicht, ob sie den Blutdruck tatsächlich gehört hat und ob das so stimmt. Meine Aufgabengebiete in dem Beruf sind Grundpflege, das heißt, da zählt das Kämmen zu, Eincremen, Waschen, Anziehen und ja, Essen anreichen und Beschäftigung, das sind so Sachen, die da dazugehören. Die Sterbebegleitung ist auch noch ganz wichtig, dass man die Bewohner in den Tod sozusagen begleitet. Ich hatte schon einen Todesfall und ich bin da eigentlich ganz normal mit umgegangen, also es hat mich jetzt nicht gestört. Aber für diejenigen, die es stört, gibt es halt auch Seminare über den Tod, wo man dann halt lernt, mit dem Tod umzugehen. Es wird aber auch in der Schule gezeigt und dann auch gelernt, wie man damit umgeht. Frau Vornkay, kommen Sie mit ins Badezimmer, ja. Wir müssen Sie noch ein bisschen kämmen. Ja, ist gut. Ein bisschen eincremen. Jawohl. Frau Vornkay haben wir heute Morgen angezogen, gekämmt und auch in den Speiseraum begleitet. Das ist schon sehr wichtig, weil manche Bewohner sich nicht alleine anziehen können und deswegen eine Hilfe brauchen dabei. Ich hole Ihnen dann Ihre Jacke. Ja, ist gut. Herr Wenger leitet das Heim. Was erwartet er von Ausbildungsinteressierten? Also ganz wichtig ist, dass er Interesse hat an dem Beruf, dass er auch ein Menschenbild für sich entwickelt hat, dass zu einem Menschen nicht nur die Zeiten gehören, in denen man Partys macht und in denen es einem gut geht, sondern es gibt auch Zeiten, da ist man auch mal krank, da geht es einem schlecht oder auch man wird älter. Das wird ja uns alle betreffen und dann ist man halt nicht mehr so leistungsfähig und dann brauchen die älteren Menschen auch die Unterstützung. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt bei der Ausbildung und das sollte auch die Voraussetzung sein, wenn man anfängt. Ansonsten ist es nicht so wichtig, dass man wirklich so ein ganz lockerer, aufgeschlossener Typ ist. Auch ruhige Typen, ruhige Persönlichkeiten kommen sehr gut an bei den Bewohnern. Also die Voraussetzung, um Altenpflegerin oder Altenpfleger zu werden, ist der Realschulabschluss oder aber auch der erweiterte Hauptschulabschluss. Eine Voraussetzung kann auch sein, dass man bereits Altenpflegehelferin ist oder Altenpflegehelfer, das ist die einjährige Ausbildung, dann kann man auch den Beruf ergreifen. Man hat gute Möglichkeiten, auch im Anschluss an die Ausbildung sich weiterzubilden. Man kann Pflegedienstleitung werden, man kann auch Einrichtungsleitung werden, man kann in den schulischen Bereich dann irgendwann übergehen, aber man sollte schon nach der Ausbildung erstmal ein paar Jahre Praxiserfahrung sammeln. Genauso wie heute Internet oder Computer, Laptop hatten sie damals alles nicht. Und die meisten sind schon ein bisschen damit überfordert mit der Technik, aber durch die Beratung und von uns und die Hilfe kriegen sie es schon ganz gut hin.
Und so können die Senioren sogar noch kegeln. Die schönen Momente sind, wenn man die Bewohner pflegt und morgens dann versorgt oder auch nachmittags und sie mir dann halt auch zeigen mit der Mimik oder der Gestik oder einem Lächeln, dass sie zufrieden sind und sich auch wohlfühlen. Alle ein bisschen schwingen, damit der Ball ganz hoch fliegt. Die Entwicklung geht so ein bisschen dahin, dass die versuchen, Menschen mit Pflegestufe 1 zum Beispiel eher im ambulanten Bereich zu versorgen. Die Möglichkeiten hat man ja auch, wenn man Altenpfleger ist, dass man im ambulanten Bereich arbeitet. Ne, da geht die Entwicklung hin, aber es wird immer diese stationären Einrichtungen auch geben. Als wir angefangen haben hier, da hatten wir eine durchschnittliche Pflegestufe von ungefähr 2,0. Es gibt die drei Pflegestufen, 1, 2, 3. Und im Moment sind wir schon bei 2,5 angelangt. Also es bedeutet, es wird in den Heimen immer Menschen geben, die immer mehr Pflege bedürfen. Ne? Die sich dann auch nicht mehr oft so gut äußern können, die halt einfach mehr Hilfe brauchen. Das sollte dann auch jedem Schüler dann auch klar sein. Meine zukünftigen Erwartungen sind jetzt, dass ich immer Freude an dem Beruf habe, dass ich das nicht verliere, dass ich irgendwann keine Lust mehr habe, dass ich ihn auch sehr lange ausführen kann, weil es ist ein sehr schwieriger Job. Deswegen hoffe ich, dass ich ihn so lange wie möglich ausführen kann.